Ich bin nicht nur leidenschaftlicher Angler, sondern koche auch mit Leidenschaft. Und wenn man so einen schönen Tag wie heute am Wasser verbringen kann mit ein paar Kumpels, einfache Zutaten mitbringt, alles was man so zu einem Angeltag mitbringen kann, was nicht verdirbt im warmen Auto, dann zusammen halt angeln geht, die Fische am Ende noch zubereiten kann und zusammen noch verzehren kann, ist natürlich das Nonplusultra. Einen schöneren Tag kann man eigentlich am Wasser nicht erleben. Heute haben wir tatsächlich einen Zander gefangen. Für unser Vorhaben war es natürlich hilfreich. Wir haben heute an der Elbe direkt ein kleines Feuerchen gemacht, einen kleinen Kamin. Wir haben das genommen, was die Natur uns hier bietet. Ein bisschen Feuerholz gesammelt, ein paar Steine zusammengelegt, einen kleinen Kamin gebaut, schöne Glut hergestellt, ein paar Steine, die richtig heiß werden. Darauf haben wir erstmal ein kleines selbstgebackenes Brot gemacht. Mehl, Hefe, Trockenhefe kann man immer dabei haben. Braucht man jetzt nicht irgendwie Brot mitschleppen vom Bäcker, was am Ende trocken wird. Das macht man sich einfach frisch am Wasser. Und ein bisschen Grillgemüse. Heute haben wir ein paar Zwiebeln, ein paar Paprika, einen Apfel. Wird alles nicht so schnell schlecht. Kann man also wunderbar auch mal für mehrtägigen Trip mitnehmen. Alles ein bisschen geschnippelt, mariniert, im Feuerkorb, über dem offenen Kamin gegrillt. Dann haben wir den Zander nur filetiert. Bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, Koriander. Zitronensaft mariniert, reingewickelt in die Alufolie und direkt ins Glutbett gelegt, so dass der in dem eigenen Saft gart, ein bisschen durchzieht und ja, das Endprodukt könnt ihr euch selber anschauen.